Wasserfälle. Für die meisten Kreaturen, die im Wasser leben, ein unüberwindbares Hindernis. Doch nicht für dieses kleine Krokodil. Den Caprosuchus. Oh, wie klein wir sind. Voll süß. Aber ich glaube, der Caprosuchus wird allgemein nicht so groß. Oh, wir sind richtig flink. Das ist ja cool. Der bewegt sich auch sehr, sehr lustig. Er springt so. Ich teste mal den Fallschaden. Na, kriegen wir nicht. Okay. Also können wir als Jungtier noch relativ gut flüchten. Einfach Klippen runterspringen und wegsprinten. Schwimmen testen wir natürlich auch. Fühlt sich auch sehr, sehr schnell an. Wir sind halt wirklich noch ziemlich winzig. Sieht man ganz gut hier im Vergleich zu dem Seetang. Vorne ist was. Das sind solche Schweinchen. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Oha, wie es mich beißen wollte. Na, die gehen leider weg. Ich kann hier bestimmt einfach runterspringen. Das war gar kein Problem. Der ist zum Glück echt flink und agil. Das gefällt mir echt gut. Oh, ich glaube, das hier ist ein Agro, oder? Es gibt nämlich auch so einen neuen Agro. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, der hat auch keine Lust auf uns. Tja, da haben wir dich geschnappt. Aber klar, dass der ein Schweifhieb kann. Beißen ihn einfach in die Füße. Aber ich habe Angst. Ich weiß halt nicht, was für Attacken der kann. Der hat auf jeden Fall einen Klauenangriff. Also dürfen wir nicht nach vorne gehen. Machen die wahrscheinlich gar keinen Schaden. Ah, schade.
Ja, das bringt, glaube ich, nicht viel. Aber er hat Bock auf uns. Das muss man ja einfach mal sagen. Das macht doch Spaß, ihn zu ärgern. Na komm, wir ruhen uns mal aus. Und dann kann ich gleich vielleicht auch schon mal die ersten Attacken lernen, weil ich habe schon die erste Wachstumsstufe erreicht. Ich konnte jetzt sogar schon alle Attacken lernen, obwohl ich noch nicht ganz ausgewachsen bin. Und aktiv kann ich jetzt 4 Sachen einsetzen. Einmal so ein Biss, der die Rüstung reduziert von dem Ziel, was ich beiße. Dann haben wir einen aufladbaren Biss. Der hat auch Rüstungsdurchdringung. Also wir können jetzt sogar größere Ziele angreifen. Dann haben wir einen Charge im Wasser. Der ist sogar echt krass, wie ihr sehen könnt. Also der ist sehr, sehr schnell. Und wir haben einen Charge an Land. Da können wir da auch Gegner mit wegrammen. Der hat Knockback. Aber der ist wahrscheinlich eher fürs Flüchten. Wenn man den anhat, kann man sogar Klippen runterspringen, weil man weniger Fallschaden bekommt. Also echt praktisch. Und ich glaube, das Coole ist an diesem Charge im Wasser, man kann sogar springen damit. Können wir mal versuchen, ob wir da vorne den Wasserfall hochkommen. Und jetzt ziehen wir schön hoch. Und los. Oh krass, wie hoch wir springen können damit. Okay, das ist ja richtig gut. Ich habe schon großen, großen Hunger. Und jetzt probieren wir es. Das wird halt niemals klappen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, fast. Oh, jetzt haben wir Fallschaden bekommen. Das ist schon echt krass, der Sprung. Aber dann müssen wir, glaube ich, hier hoch. Das sollten wir nämlich easy hinkriegen. Sehr schön. Das ist wirklich cool, dass man das machen kann. Ich habe übrigens jetzt doch nochmal einen anderen Biss gelernt, nämlich so einen Doppelbiss. Weil der hat nicht so hohen Cooldown. Der andere Biss hatte 4 Sekunden Cooldown, das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Und das Coole an diesem Doppelbiss ist, je öfter man sein Ziel trifft, desto mehr Schaden macht man. Ah, die Sonne geht auch endlich wieder auf. Ich finde es übrigens auch krass, wie schnell wir beschleunigen mit diesem Boost, mit dem wir mal rausspringen. Da kann man richtig Strecke mitmachen. Oh, wir sind jetzt ganz ausgewachsen. Das ist sehr gut. Ich bin jetzt nämlich auch schon in dem Gewässer vor dem Krater. Also werden wahrscheinlich gleich andere Dinos auf uns warten. Ich würde auch gerne nochmal Ausdauer tanken. Das mache ich, glaube ich, da vorne auf der Insel. Ja, hier vor uns sind halt auch direkt schon große Unterwasserlebewesen. Ich schwimme mal schnell vorbei. Besser ist es. Hier ist aber auch ein anderer Capro. Dann haben wir jetzt sogar eine Gruppe. Oh, warum greift er mich an? Warum greifen die mich an? Autsch. Ja, dann hau ich hier ab. Vorne ist ein anderer Capro. Ach, die kämpfen da. Vielleicht kann ich denen ja helfen. Okay, sie haben ihn. Als nächstes ist dann der Pachi dran. Komm her. Der rennt leider weg. Oh, da vorne kommt was an Land.
Weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht können wir das überraschen. Ich lade mal meinen Biss auf. Und dann schnellen wir mal aus dem Wasser. Daneben leider. Aber wir sind echt schnell. Oh, der hat einen Kick nach hinten. Interessant. Bin leider nicht erwischt. Autsch. Oh, uns hat's ganz schön erwischt. Oh, da vorne kämpfen meine Mates. Oh, einer ist gestorben. Das ist echt schwer zu treffen mit diesem Charge, weil der so krass weit geht. Ich lade nochmal meinen Biss auf und dann chargen wir raus. Schade. Bisschen zu spät losgelassen, sonst hätte ich den Kopf getroffen. Autsch. Ja, der Kick ist halt echt fies. Ich kann ihn halt nur in die Beine treffen. Ich weiß halt nicht, ob ein Sprung ausreicht, um ihn am Schweif zum Beispiel zu hitten. Ich könnte es probieren. Aber es kann sein, dass ich dabei drauf gehe. Leider nicht. Vielleicht kann ich ihn ja auch wegkicken. Mit Knockback. Oh, das war knapp. Egal, wir probieren es nochmal. Aber ich habe ihn diesmal auch gehittet. Oh, was kommt da denn? Meint ihr, den kann ich anchargen von hier? Oh, ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Das muss man echt üben, weil man so unfassbar schnell ist. Ich muss halt so weit Anlauf nehmen am besten, damit ich es besser kontrollieren kann. Dilo macht auch mit. Oh Gott, da kommt noch was Großes. Wir sollten hier weg. Okay, ich muss ins Wasser. Okay, wir sind im Wasser. Jetzt kommen sie alle. Wenn ihr wollt, dass ich auch mal hier diesen neuen Agro spiele, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist auch echt cool. Der hört sich zumindest sehr, sehr cool an von den Schreien. Soll ich mal so einen Jump auf die machen? Komm, wir machen es mal. Ich probiere es mal aus, ob das klappt. Biss aufladen. Und los. Luftangriff! Oh. Okay, das war Fallschaden. Sind halt schon wieder Agros. Und auch ein Rex. Er scheint echt beliebt zu sein aktuell, der Agro. Genau wie der Capro, den spielen auch viele. Es sind halt 4 neue Mods rausgekommen, glaube ich. Ich habe gerade ein bisschen Hoffnung, dass der da an der Klippe steht. Ja, wir haben ihn runtergerammt. Na, leider ist er nicht gestorben. Aber der Angriff hat geklappt.
weiß halt nicht, wie viel Leben er verloren hat, aber er rennt weg vor uns. Wieder an der Klippe da vorne. Vielleicht können wir da ja irgendwie hin. Oh, die werden angegriffen von irgendwas anderen. Oh, Stampfer. Autsch. Das tat weh. Ich glaube, für den Agro machen wir leider echt nicht genug Schaden. Ich meine, ich habe ihn ja gerade schon überlistet und die Klippe runtergestoßen, aber es war leider nicht tief genug. Ich glaube, hätte ihn dieser kleine Vorsprung da nicht gerettet, dass er nicht ganz so tief fällt, dann hätte es klappen können. Er ist ja noch einmal so stehen geblieben auf dieser Kante. Oh, wobei, der ist schon angeschlagen jetzt. Guckt mal. Ich glaube, den haben wir schon gut verwundet. Wahnsinn. Aber wir sind halt auch echt angeschlagen. Oh, er ist weg. Och Mann, der hat sich wegteleportiert. Ah, wie ärgerlich. Ich glaube, die beiden Rexe wollen sich den Agro hier holen. Ja, haben sie auch ohne Probleme. Der schnappt auch nach mir. Ich ramme die jetzt weg. Oh, jetzt wollen sie mich. Und er springt da sogar runter. Tschüss. Wir machen jetzt einen krassen Stunt. Oh nee. Okay, es hat nicht geklappt. Aber hier ist direkt irgendwas bei uns gespawnt. Ah, da. Ein anderer Caprosuchus. Oh, der greift mich an. Aber der ist halt größer als wir, leider. Dann komm her. Da
glaube, wir haben den aber schon besser erwischt als er uns. Oder hat er uns gut erwischt? Haben wir weggerammt. Wir müssen nämlich gehen. Problem ist halt, dass er ausgewachsen ist und wir gerade nicht, weil wir neu gespawnt sind. Dadurch müssen wir ihn halt abhängen. Tauchen wir unter. Da ist er. Oh Gott. Okay, jetzt ist anders vorbei geschossen. Das ist gut. Der wird wahrscheinlich auch schneller schwimmen als wir, gehe ich mal von aus. Ja, der verfolgt uns. Er hat noch Ausdauer. Er hat, glaube ich, auch keine Ausdauer mehr. Dann gehen wir mal lieber. Guck mal, da vorne steht Kleiner Ceratus, ist glaube ich. Versuch den mal zu überraschen. Der leckt halt leider voll. Oh nein, da kommt wieder der andere Capro. Okay, den haben wir. Jetzt haben wir wieder unseren Freund am Sack. Der uns gerade schon angegriffen hat. Wir schwimmen mal eben weg. Weil ich habe nicht so viel Ausdauer wie er. Ja, er flüchtet wieder an Land. Wie der wieder aus dem Nichts kam, ne? Ich habe den anderen Capro leider nicht mehr wiedergefunden, aber das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.